Hey Rockstars, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Lead Like a Rockstar. Und heute habe ich einen Menschen bei mir hier sitzen. Ich weiß gar nicht großartig, wie ich starten soll, weil nicht nur, dass ich, also erstens mal habe ich ihn auf einem geilen Event kennengelernt. Und kennt ihr diese Typen, die da sitzen? Und da kommen irgendwie Fragen oder irgendjemand sagt was und dann ist es immer dieser eine Typ, der auf alles eine Antwort hat. Und der aus dem Stegreif auf einmal Sachen hervorholt, wie als hättest du gerade in einem Wikipedia-Katalog geblättert und dann denkst du dir so, what? Wo hat der das jetzt hier rausgesaugt? Ja? Also er hat ein mega krasses Wissen, ist für mich einer der, also jetzt in meinem Umfeld, der kreativsten Menschen, die ich kenne. Vor allem, wenn du seine Geschichte kennst, und ich kenne sie ja schon ein bisschen was, er hat mir ein bisschen was erzählt. Und da freue ich mich drauf, wenn wir heute mal da eingehen und die Leute mal mitkriegen, was du so aufgebaut hast in den letzten Jahren und wie vor allem der Start war. Ja? Denn der Herr, der jetzt hier sitzt, hat eine Schreinerkarriere hinter sich gelegt und die Worte seines Ausbildern waren, wenn du mit anfasst, ist es so, als wenn zwei Leute loslassen. Das ist natürlich auch geil. Desto trotz war bei kreativer Arbeit immer so dein Fokus, ne? Das war ja immer so dein Streckenpferd. Nachdem er bei der Deutschen Bank gegangen ist, hat er sich einfach mal Gedanken in den Kopf gesetzt, er macht sich selbstständig, macht ein eigenes Unternehmen auf. Damit ist er 2002 gestartet. Das ist natürlich auch, boah, das sind jetzt 16 Jahre. Ja, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Leck mich, ja, das ist auch cool. Leck mich am Arsch. Okay, da die Kreativagentur Neue Formen, da ich ja auch selber Kunde bin und bei dir auch mal dabei gewesen bin, kann ich echt mega geile Empfehlung. Geiles Ding. Vor allem, was ein geiles Teil du da aufgebaut hast. Also, guckt euch das mal an in Kassel. Seit 40-köpfiges Team, mega geil. 10.000 Positionierungs- und Lizenzprojekte ins Leben gerufen für Unternehmer, Startup, hat Produkte für Experten ganz in Europa begleitet. Was soll ich sagen? Ja, er ist Papa, wenigstens haben wir da was Gemeinsames. Ja, auch da bin ich erfolgreich als Papa. Aber ich, wie gesagt, ich durfte ihn kennenlernen als jemand, der also für mich einer der größten Herzmenschen überhaupt, die ich kennenlernen durfte. Denn Nico ist so einer. Kennt ihr diese Leute, die einfach da sind und wenn du die Menschen brauchst, dann sind sie da und machen das alles so irgendwie bedingungslos, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, Alter, wenn ich dann höre, für wen du wie unterwegs bist und wie du hilfst und was du damit, finde ich einfach nur mega geil. Und deswegen ist es auch unter anderem ein Grund, warum du heute mit in dem Podcast bist, weil ich glaube, dass du da draußen extrem viele geile Werte vermittelst. Und ich bin einfach nur mega dankbar, dass du heute hier bist und dass ich endlich mit dir diesen Podcast machen kann, weil du bist ja auch die ganzen letzten Monate, habe ich gesehen, ja nur unterwegs. Und daher... Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist, dass du deine wertvolle Zeit mit uns teilst und vor allem ganz, ganz viele tolle Nuggets. Und das weiß ich jetzt schon, dass es unter anderem eventuell auch echt contentlastig sein wird, vielleicht dieses Interview. Mal gucken. Herzlich willkommen, Nico Grundach. Ganz lieben Dank, Lorenzo. Ich freue mich riesig, dass du mir die Möglichkeit gibst, in deinem Podcast dabei zu sein. Und ich hoffe, man sieht jetzt nicht, dass ich ein bisschen rot werde bei deiner tollen Ankündigung hier. Deswegen habe ich extra ein bisschen Licht in den Hintergrund, dann fällt das nicht so auf. Sehr geil. Nico, wer den Podcast kennt, weiß, dass ich so ein wenig rot bin von meiner Persönlichkeit. Das heißt, wir schießen sofort und kommen direkt auf den Punkt. Und ich stelle mir halt die Frage, also vor 16 Jahren, Anfang 20. Ich meine, du bist ja nicht, also klar, du bist aus der Bank raus, aber ich frage mich halt da, wie kommt jemand Anfang 20, da habe ich mir ja noch den Popo abwischen lassen, hätte ich was gesagt. Wie kommt da jemand auf den Gedanken, sich selbstständig zu machen? Ja, das hat tatsächlich was damit zu tun, also man trifft ja häufig solche Entscheidungen, wenn die Not sehr groß ist. Jetzt war das keine wirtschaftliche Not, eher so eine emotionale. Ich habe da bei der Deutschen Bank in einem Großraumbüro sitzen dürfen, habe mich da grundsätzlich auch recht wohl gefühlt. Ich bin auch mit allen Menschen um mich herum sehr gut klargekommen, die nicht alle so zwangsläufig untereinander. Und dann habe ich irgendwann mal tatsächlich da gesessen und habe mich gefragt, was ich
mal so in meinem Berufsleben erwarte, was ich von meinem Berufsleben erwarte. Und dann habe ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnert, die ja zum Glück noch nicht so lange zurücklag in der Zeit, und habe dann so festgestellt, es gab ja, kennst du vielleicht immer diese Diskussion, wo geht die nächste Klassenfahrt hin? Ja. Nach München, nach Berlin, nach Rom oder London, genau diese Dinge. Und ich habe mich immer an diesen Diskussionen nie beteiligt, weil das war mir immer völlig egal, wo wir hingefahren sind, weil ich gesagt habe, wenn ich mit den richtigen Leuten unterwegs bin, ist es überall geil. Egal, wo du hinfährst. Und ich habe gesagt, wäre das nicht cool, wenn ich irgendwann sagen könnte, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die ich wirklich, wirklich gerne mag. Ich verbringe 8 bis 10 bis 12 Stunden am Tag am Job, im Job und mit diesen Menschen, teilweise mehr als mit meiner tatsächlichen Familie. Und was wäre das eine Lebensqualität und ein Ziel, wenn ich die wirklich auch alle richtig gerne um mich haben mag. Und da war im Prinzip so die Idee, wie kannst du das schaffen? Und nur wenn du sie dir selber aussuchen kannst. Und genau in diese Zeit der Überlegung ist ein gemeinsamer Urlaub mit meinem Cousin. Wir sind nicht nur familiär verbunden, sondern auch schon immer gut befreundet gewesen, gefallen. Wir haben da abends zusammen am Strand gesessen, haben ein paar Schöppchen getrunken und haben gesagt, komm, lass uns irgendwas zusammen machen. Und dann gab es im Prinzip 3 Möglichkeiten. Die Bank, Kneipe oder Agentur. Das war also sein Bereich, aus dem er kam. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das mal mit der Agentur. Und so sind wir dann damals losmarschiert und haben es dann einfach gemacht. Ich habe dann gekündigt bei der Bank zum Jahresende und dann haben wir zum Jahresstart dann gemeinsam losgelegt, aus dieser Idee heraus. Auch noch gar nicht so wissend, was das alles tatsächlich bedeutet und was das alles so mit sich bringt. Wir haben die Entscheidung innerhalb von 6 Monaten getroffen und dann umgesetzt. Das ist aber manchmal auch gar nicht so schlecht. Also zu viel drüber nachdenken, dann werden ja die Sorgen und die Ängste häufig immer sehr groß, wenn man ihnen so viel Raum gibt. Und wir haben das einfach gemacht. Und so ist die Entscheidung zustande gekommen. Krass. Das heißt, du hast ohne Plan, ich jetzt mal so sage, klar, wahrscheinlich aus der Bank, Finanzen, Kenntnisse und so weiter. Ja. Aber jetzt so wirklich als Unternehmer, als Führung? Gar keine Ahnung. Also ich habe ja Ausbildung gemacht und bin danach übernommen worden. Also ich hatte also keinerlei Teamverantwortung oder sowas, sondern ich war so der gerade aus der Ausbildung gekommen ist. Ich hatte auch keine Ahnung von Selbstständigkeit, ich hatte auch keine Ahnung von Marketing. aber ich habe gedacht, okay, aber der Drang, es war eigentlich eher so, dass der Drang nach diesem anderen, nach dieser Idee in einem bestimmten Umfeld arbeiten zu dürfen, so groß war, dass ich gesagt habe, ich mache es halt trotzdem. Und er war ja aus dem Bereich. Und ich hatte damals und habe natürlich auch heute zu ihm ein unendliches Vertrauen und konnte dann sozusagen und hatte die Möglichkeit, so gemeinsam mit ihm oder auch so in seinem schützenden Schatten, weil er hatte ja Ahnung von dem Thema, mich dann zu entwickeln. Habe da auch am Anfang erstmal verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe dann gesagt, okay, gestalten kannst du nicht. Du beherrschst noch nicht mal die Programme, wirst du Texter, habe ich damals gedacht. Ne? So, auch vom Texte schreiben, du kannst reden, dann schreibst du erstmal so ein paar Texte, durfte dann auch feststellen, dass das doch gar nicht so einfach ist, wie ich dachte. Ne? Und so bin ich dann sukzessive eingewachsen. Und dann war es halt dann irgendwann so, also relativ schnell merkst du ja dann, dass du nicht jeden Monat dein Geld bekommst oder gar kein Geld bekommst oder genau das Gegenteil der Fall ist, dass du eher Geld in die Firma rein überweist, weil wir hatten gleich zu Beginn 2 und dann 3 Mitarbeiter, weil wir mussten ja irgendwas operativ auf die Strecke bringen. Und da war es halt so, wir sind damals mit einem Dispo, ich kann also sagen, von 20.000 Euro bei unserer Bank gestartet und regelmäßig zum Monatsende standen wir bei 25.000 Euro. Und dann hatten wir damals aber zum Glück eine IKEA-Kreditkarte und über diese IKEA-Kreditkarte haben wir Möbel gekauft, haben die Möbel im Internet verkauft und davon konnten wir die Gehälter bezahlen. aber dann war es halt irgendwann so, das ist natürlich kein Konzept, was langfristig funktioniert und wo du langfristig ein Geschäft aufbauen kannst. Und dann war es dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, okay, wir hatten einen großen Kunden damals und wir haben gesagt, okay, Sascha, also mein Partner, du kümmerst dich jetzt darum, dass dieser Kunde so lange wie möglich bei uns bleibt und ich gehe halt raus und versuche, andere Menschen für uns zu begeistern. Und so bin ich dann halt rausgegangen und habe dann ganz klassisch angefangen, ich bin auf Messen gegangen und habe Flyer verteilt. Habe ich mich aber ein sehr unangenehmes Gefühl so zum Start, wenn du dann so rumläufst und sagst, ja, weil die Leute, die auf einer Messe sind, die wollen ja eigentlich ihre eigenen Produkte verkaufen, jetzt gehst du hin und drückst den Flyer in die Hand. Na, und habe dann so angefangen und versucht irgendwie Kunden für uns zu begeistern. Mega. Ja, und so wo kam denn dieser Wille,
dieser Wunsch nach einem Umfeld, nach einem Team, wo du sagst, es fühlt sich an, ich sage jetzt mal, wie geile Kumpels, mit denen du abends mal ein Bier trinken gehen kannst. Ja, also ich bin ein Mensch, ich bin extrem, das ist auf der einen Seite eine Stärke, auf der anderen Seite manchmal auch eine Schwäche, ich bin extrem harmoniesüchtig. Okay. Also ich habe großartige Eltern, ich bin extrem liebevoll und behütet groß geworden, ich habe eine tolle Schwester, einen tollen Freundeskreis, also ich kenne das eigentlich nur so. Ich hatte in meinem Leben bis dato nie viele Konflikte, weil ich jetzt auch kein streitbarer Mensch bin. Und ich halte das auch nicht gut aus, wenn irgendwo schlechte Laune ist oder auch zwischenmenschliche Konflikte irgendwo sind. Ich bekomme das so mit, das macht mir irgendwie kein gutes Gefühl. Und das hast du natürlich in einem Großraumbüro, wo 60 bis 80 Leute sitzen, alle Hierarchiestufen, alle Altersstrukturen, mit Zahlendruck im Hintergrund, hast du das natürlich sehr, sehr häufig. Und wie gesagt, ich selber mit allen gut klargekommen, hatte da keine Probleme, aber das allein das zu beobachten, hat mir einfach kein gutes Gefühl gemacht. Und ich wollte eigentlich gerne wieder so in dieses familiäre Gefühl reinkommen, auch arbeitstechnisch. Ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, das so 20, 30, 40 Jahre zu machen. Das war so auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war es so, dass ich natürlich auch schon so gewisse Ideen hatte, nicht so ganz klar, aber ich wollte auch mal so ein paar Schritte weiterkommen und habe dann das auch so ein bisschen links und rechts beobachtet und hatte dann so dieses Gefühl, dass ich nicht der Mensch bin, der jetzt in der Konzernstruktur die Chance hat, so wirklich nach oben zu kommen, weil ich auch gerne Menschen an mir vorbeilasse. So, zumindest in solchen Bereichen. Ne? Ich mache viel Sport, da bin ich auch ehrgeizig, da will ich auch gewinnen, aber so in diesen Dingen war das eher so, dass ich gerne Menschen auch an mir vorbeigelassen habe oder sie unterstützt habe. Mache ich auch heute noch gerne. Aber ich habe dann so gesehen, das wird wahrscheinlich nicht das Umfeld sein, in dem ich wirklich, so wie ich ticke, dann nach vorne komme. Da gibt es noch eine andere Strategie, die hatte ich auch mal so ins Auge gefasst. Du suchst den Mentor und gehst mit dem so ein bisschen deinen Weg. Da hatte ich auch einen, wo ich glaube, das hätte gut funktioniert. Aber wie gesagt, dann kam irgendwann die Entscheidung oder dieser Urlaub und nach ein paar Shoppen am späten Abend war ich entscheidungsfreudig. Ja, komm, wir machen das jetzt. Krass, krass, krass. Jetzt schauen hier ja gerade ganz extrem eben in Startups zu oder Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen oder gerade Menschen, die, ich sag's mal, von der Fachkraft jetzt in Richtung Führung gehen, ne? Oder vielleicht mit dem Gedanken spielen. Jetzt hast du damals, das finde ich ja so spannend, da einfach mal so zack ein Unternehmen aufgebaut, was jetzt irgendwie 16 Jahre Bestand hat, mehr als 40 Mitarbeiter im Unternehmen hat. Und ich habe es ja erlebt. Also ich habe ja erlebt, wie was für ein geiles Klima ihr da bei euch in dem Unternehmen habt. Wenn du jetzt diesen Jungs und Mädels etwas mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, hey, bevor du, also ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht verbessere mich, wenn es nicht so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, als damals, als du das Unternehmen gegründet hast und die ersten IKEA-Möbel verkauft worden sind, dass alles so reibungslos funktioniert. Ja? Gibt es da, wo du sagst, boah, hätte ich heute gewusst, was ich damals hätte vermeiden können, könntest du heute den Leuten so einen Rat mitgeben, wo du sagst, hey, macht euch da echt extrem nochmal Gedanken drüber. Das könnte tierisch, da kann euch tierisch einer reingrätschen, so irgendwie. Ja, also gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich im Laufe der 16 Jahre lernen durfte und auch immer noch lernen darf. Also eine sensationelle Entscheidung damals von uns war, dass wir uns immer für gute Menschen auch bei uns im Umfeld entschieden haben, also Menschen, die wirklich was konnten, Mitarbeiter, also ich weiß, die erste Mitarbeiterin, die wir wirklich nach der Ausbildung fest bei uns übernommen haben, die konnten wir uns eigentlich gar nicht leisten. Aber wir haben noch mehr gesagt, wir können uns noch weniger leisten, sie nicht bei uns zu haben. Also gute Menschen, gute Kolleginnen, gute Kollegen, die rechnen sich immer. Das ist also eine ganz wichtige Erkenntnis. Auch eine ganz wichtige Erkenntnis, das ist am Anfang völlig normal. Es geht immer auf und ab. Und man hat auch ganz viele Ängste und Zweifel. Ich höre in ganz, ganz vielen Seminaren, ihr dürft nicht zweifeln, ihr müsst immer dran glauben, ihr dürft keine Angst haben.
das lässt sich meiner Ansicht nach in der Realität gar nicht umsetzen. Das Wichtige ist, was mache ich mit diesen Zweifeln und mit dieser Angst? Kann ich sie in einer gewissen Weise auch in eine positive Energie umwandeln? Und mir hat immer sehr stark eine Worst-Case-Betrachtung geholfen. Mir hat immer geholfen, was ist denn wirklich das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Was passiert? Und ich habe gesagt, okay, es kann natürlich sein, dass wir das, was in der Theorie sicherlich in den Anfangsjahren zweiter Mal der Fall war, weil wir eigentlich pleite sind, dass das dann auch irgendwann mal wirklich dann der Fall ist und es nicht mehr weitergehen kann. Aber ich habe gesagt, es war ja dann auch gleich mein erstes Kind unterwegs. Aber ich habe gesagt, okay, dann ziehen wir in eine kleinere Wohnung. Die Firma hatte noch nicht so ein Volumen, wo du jetzt sagen musst, da bleibt am Ende ein Schuldenberg, den du niemals mehr in deinem Leben beherrschen kannst. Ich war sowieso noch jung. Ich habe gesagt, ich bin mir für nichts zu schade, ich setze mich irgendwo an die Kasse, ich stapel irgendwo Paletten. Auch meine Frau hat gesagt, wir werden immer in der Lage sein, genug Geld zu verdienen, um unserem Kind und uns etwas zu essen zu kaufen, ne, und irgendwie ein Dach über dem Kopf zu leisten. Jetzt habe ich natürlich auch noch eine Familie im Hintergrund gehabt, aber das war nicht unser Anspruch. Und wirklich zu wissen, dass ich eigentlich gar nicht so tief fallen kann, das hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass mich das total entspannt hat und dass ich gedacht habe, eigentlich ist alles wurscht, das nicht, weil du willst ja nicht scheitern, du hast ja auch eine Verantwortung. Und das wäre auch für mich eine persönliche Niederlage gewesen, schon. Aber es hat doch so ein bisschen so diesen Druck bei mir rausgenommen, dass ich mich dadurch nicht habe lähmen lassen, einfach zu sagen, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Und ein ganz operativer Tipp, der ganz wichtig ist, du brauchst immer jemanden in deinem Umfeld, der sich gut mit Steuern auskennt. Weil als Unternehmer willst du mit einer Institution keinen Ärger haben. Das ist das Finanzamt. Und es gibt natürlich gerade so in den Anfangsjahren, in unserem ersten Jahr haben wir Verlust gemacht. So 20.000 Euro, das war noch so zu verschmerzen. Im zweiten Jahr haben wir Gewinn gemacht und da haben wir uns erstmal tierisch gefeiert. Und dann kam die Steuerzahlung und dann habe ich ja quasi sozusagen dann fürs nächste Jahr schon vorauszahlen dürfen von einem Gewinn, den ich ja noch gar nicht hatte. Und das war dann das nächste Mal, wo wir kein Geld hatten und wir haben in der Firma nichts mehr bekommen. Aber der Sascha hat sich dann offiziell bei der Bank eine Küche gekauft, einen Küchengrill aufgenommen, den wir jetzt nicht in eine Küche investiert haben, sondern dafür genutzt haben, um die Steuern zu bezahlen. Und haben dann über Jahre den Küchenkredit abbezahlt. Also die Möbelbranche hat uns dafür gesorgt, dass wir heute, Aber ist das auch, also ich höre jetzt auch wirklich dieses, ist das auch ein Erfolgsrezept, diese Kreativität? Also in diesen Momenten, wo du echt denkst, so, ey, geht gar nicht mehr, dann doch irgendwie. Ja, also ich bin auch ein ganz großer Freund des Teamgedankens, deswegen jetzt alleine hätte ich es nie gemacht. Also zum einen natürlich, weil ich gar keine Ahnung hatte von dem Thema. Zum anderen in so einer Partnerschaft, wenn sie gut und stark ist. Jeder hat mal starke und schwache Momente. Und wir stellen auch noch heute fest, wenn einer mal einen schwachen Moment hat, ist wie in einer Ehe. Umso stärker wird der andere. Ne? Und so entsteht dann eine ganz, ganz, ganz große Synergie. Und irgendeiner von uns hatte immer eine Idee, wie es weitergehen konnte. Aber wir haben auch Menschen in unserem Umfeld gefragt. Du darfst ja halt auch nicht zu schade sein, den engen Umkreis auch mal zu fragen, Mensch, habt ihr eine Idee, was kann ich denn jetzt machen? Aber ganz, ganz wichtig, das darf nicht so in eure Kundenrichtung gehen. Also, ich sage immer, bei uns nach außen hat bei uns immer die Sonne geschienen. Wir waren immer fröhlich, wir waren immer glücklich, weil wir es ja im tiefsten Herzen ja auch so empfunden haben. Aber das war ganz, ganz wichtig bei unseren Kunden, weil es gibt ja in unserer Branche gibt's ganz, ganz viel, viel Wettbewerb und die Kunden, das ist dann am Ende immer ein Nasengeschäft. Und wenn du jammerst, immer bei vielen hört man ja, Selbstständiger musst du immer jammern. Das ist ja so viel und alles so schlecht und sowas. Aber mit so Menschen willst du eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, weil das haben die Unternehmen genug Menschen um sich herum, die jammern. Die wollen Menschen haben, die positiv sind, die Bock haben und mit denen sie sich auch mit freuen können. Und das war immer ganz wichtig. Im kleinen, im engen Kreis darfst du schwach sein, da kannst du dir auch Rat holen. So in Richtung Kunde, ohne unauthentisch zu sein, aber da muss man einfach darauf achten, da geht es wirklich auch darum, eine positive Energie, gerade wenn du in einer wettbewerbsintensiven Branche unterwegs bist, eine positive Energie auszustrahlen. Mega. Sehr, sehr geil. Cool. Das war richtig cool. Auch für mich, habe ich mir gleich direkt mal aufgeschrieben. Sehr geil. Jetzt sagst du Sonnenstrahlen. Ich habe es ja bei dir im Unternehmen ja mitbekommen. Ich war ja bei dir den ganzen Tag gewesen, wo wir ja auch mal bei mir an meiner Positionierung auch gearbeitet haben. Mhm. Also unter anderem für diejenigen, die sich die Frage stellen, woher kommt die Marke Liedermacher?
Also wir haben so da gemeinsam erarbeitet. Und jetzt habe ich ja mitbekommen, wie bei dir das Team miteinander umgeht, untereinander umgeht, ne? Und auch was für eine krasse Bindung du auch so zu den Leuten hast, ja. Wie ist dir das gelungen? Weil ich sage jetzt mal, in den Unternehmen, wo ich unterwegs bin, war das für mich ja schon so ein Highlight, ne? Also es war ja, ich bin ja, also erst recht, weil das Neo Hub einfach schon mal mega geil. Also wenn du von außen so hingehst, ne, so wie wir reingekommen sind, dann weißt du, erwartest du nicht, dann kommst du rein und dann hast du so eine bunte Welt von Farben und von neuen Medien und überhaupt, also einfach nur geil. Mhm. Und jetzt auf die Frage zu kommen, wie ist es dir gelungen, so ein harmonisches, in deinen Worten, und so ein richtig geiles, homogenes Team zu zaubern? Also zum einen glaube ich, dass du, wenn dir das wichtig ist, wenn das der Kern ist dessen, was du willst, dann ziehst du solche Menschen auch an. Um mal so ein bisschen Content reinzubringen, das ist ja das Thema meiner Dissertation gewesen, das kreative Feld im Unternehmen. Und die Theorie des kreativen Feldes beschäftigt sich mit erfolgreichen Teams und analysiert letzten Endes, hat sich mal angeschaut, diese Phänomene der großen Schöpfer, die wir alle kennen, Steve Jobs, Bill Gates, Sir Richard Branson, aber auch früher Beethoven, Goethe. Und wenn man sich diese Menschen mal anschaut, dann waren das immer Menschen, die natürlich ein besonderes Talent haben, aber die wären alleine niemals so groß geworden. Die Funktion, die eingenommen haben, das war sozusagen die Funktion des Kristallisationskerns. Jeder dieser Menschen hat es geschafft, ein Umfeld zu schaffen, an das andere Menschen angedockt sind, die genau da, wo sie Schwachpunkte hatten, ihre Stärken hatten. Und so ist eine große starke Einheit entstanden. Das ist bei jedem dieser Phänomene. Keiner von denen hat es alleine geschafft. Alle haben dieses Feld gebraucht. Das ist schon mal Punkt Nummer eins, wenn du etwas wirklich willst und etwas ausstrahlst, dann ziehst du diese Menschen auch an. Und ich glaube, bei uns in der Firma weiß auch jeder, was Sascha und mir so wichtig ist. Es hat noch nie Mitarbeiter für irgendwas, was hier passiert ist, irgendwo Ärger bekommen, egal wie teuer der Fehler war. Das Einzige, was uns unfassbar wichtig ist, dass wir es nicht ertragen können, wenn hier schlechte Laune oder Konflikte im Team irgendwie existieren, dann lösen wir das. Dann setzen wir uns zusammen an den Tisch und sprechen darüber. Aber in der Regel klärt es das Team auch unter sich, weil es alle, was allen extrem gut gelingt, ist, dass Reibungen und Konflikte immer ausschließlich auf Projektebene passieren. Und das ist auch super wichtig. Du kannst dich im Projekt reiben, sitzt aber trotzdem in der Mittagspause wieder zusammen und hast Spaß gemeinsam miteinander. Na, und ich glaube, es ist ganz wichtig, und das ist vielleicht auch für alle, die sich Teams aufbauen wollen, entscheidend, Punkt Nummer eins, die Dinge, die du von deinem Team forderst, musst du auch selber vorleben. Und wenn es dir mal nicht gelingt, sprich es ruhig auch an. Das ist auch okay, keiner ist perfekt und auch ich schaffe nicht immer das vorzuleben, was ich mir vom Team wünsche. Und das Zweite, und das ist eigentlich so das Kernnugget aus meiner Sicht für die Führung kreativer Teams ist, meine Hauptführungsaufgabe besteht darin, für gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Weil ich sehe in jedem dieser Menschen irgendetwas, was er oder sie besonders gut kann. Und jeder hat einen unterschiedlichen Arbeitsrhythmus, eine andere Art, wie sie die Dinge angehen. Und manchmal kommt das natürlich zu Konflikten, wenn wir da Mitarbeiter haben, die wirklich den ganzen Tag gefühlt von morgens um 8 bis nachmittags um 17 Uhr durchziehen. Andere, die machen so Sprintphasen. Die arbeiten eine Stunde intensiv, machen wir eine halbe Stunde Pause. Ne? Und all solche Dinge. Und da hast du ganz viele unterschiedliche Arbeitstypen und Fähigkeitstypen. Und wenn ich merke, dass da Konflikte aufkommen, dass der eine vielleicht so auf den anderen schaut und sagt, ey, jetzt macht er wieder eine halbe Stunde Pause oder jetzt beschäftigt er sich wieder mit so einem Thema, dann herzugehen und den Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, was sehe ich denn in diesem Moment? Was passiert denn da für mich, von dem wir alle wieder profitieren können? Also genau solche Dinge halt. Wenn sich Kollegen zum Beispiel dann viel mit neuen Medien beschäftigen während der Arbeitszeit, das kommt halt auch mal vor. Das sind dann aber auch in der Regel die Kollegen, die du immer ansprechen kannst, wenn du in dem Themenbereich eine Frage hast. Und die sind deswegen nur so gut in diesem Themenbereich, weil sie in dieser Welt leben. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ey, was machst du am Handy während der Arbeitszeit? Ich kann aber auch sagen, ey, der baut genau in dem Moment Wissen auf, was ich für meine Organisation nutzen kann. Und wenn das andere nervt, muss ich sie darauf hinweisen, dass ich diese Sichtweise habe. Was nicht heißt, dass es uneingeschränkt okay ist. Ne, aber das ist eigentlich die Hauptaufgabe, allen immer wieder zu zeigen, was sehe ich denn in den Menschen, die hier arbeiten und warum ist genau das, wie sie es gerade tun, für uns als Unternehmen wichtig. Mega, das heißt, also für mich gerade nur in eigenen Worten, ich habe irgendwann mal dieses Zitat gehört von
dass diese positive Absicht in den Menschen erstmal zu sehen. Genau. Also sprich, erst das nicht zu verurteilen, was gerade passiert, ja, sondern erstmal zu schauen, okay, worin kann ich jetzt für mich in dieser Situation den größtmöglichen Mehrwert rausholen? Genau. Also für mich und für das Unternehmen und für die anderen, die gerade. Genau, weil das ist auch einer der größten Themen bei uns. Es passieren natürlich Fehler bei uns, das ist völlig logisch. Aber für mich gibt es, wenn Fehler passiert, immer nur zwei Möglichkeiten. Fehler Nummer eins, der Mitarbeiter hat es absichtlich gemacht, um mir und dem Unternehmen zu schaden. Das schließe ich kategorisch für jeden einzelnen der Menschen aus. Das andere ist, er wusste es nicht besser, die Umstände haben dafür gesorgt, er hat es auf keinen Fall absichtlich gemacht. Und dann gibt es für mich immer nur zwei Dinge, die wir in dem Moment regeln müssen. Punkt Nummer eins ist, wie kriegen wir die Kuh vom Eis gemeinsam? Und Punkt Nummer zwei, wie können wir dafür sorgen, dass uns das in der Zukunft nicht nochmal passiert? Punkt. Ja. Und ich brauche da nicht hergehen und muss irgendwie den Finger heben oder muss irgendeine Sanktion verhängen oder muss einen riesen Larry machen, weil er oder sie hat es nicht mit Absicht gemacht. Die Umstände, die ich vielleicht sogar mit zu verantworten habe, durch einen großen Projektdruck, durch wenig Zeit oder einfach, weil das Wissen bei den Menschen nicht da war, die haben dafür gesorgt. Also muss ich an dieser Stelle schrauben, dass wir da die Rahmenbedingungen schaffen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Ja. Und dann fällt es eigentlich auch nicht schwer, einen Anschluss zu vermeiden. Ja. Bin sowieso nicht der Typ dafür, aber ja. Ja, es gibt halt immer mal die Situation, ne? Also es gibt immer mal die Situation, wo du auch mal ganz klar dann die Leitplanken zeigen musst, ne? Also, das ist auch keinesfalls jetzt irgendwie als allgemeingültig zu verstehen und dass das das einzig wahre Konzept ist. Ich habe ja gesagt, meine, so wie ich ticke, so auch das Harmoniesüchtige. Und dass ich ganz schlecht bin, eigentlich so in Kritik üben und sowas, das ist durchaus auch eine Sache, an der ich noch arbeiten muss. Ich glaube, grundsätzlich kommt das per se im Team gut an, aber macht mir da auch keine Illusion. Es gibt durchaus auch Menschen hier bei uns im Unternehmen, die sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle eine stärkere Führung oder manchmal noch ein klareres Wort wünschen würden. Also da ist völlig, völlig klar, das ist auch ein Führungsstil, der passt jetzt auch nicht zu jedem und in jedem Moment immer zu 100%. Das ist halt meiner und ich versuche natürlich auch mich da weiterzuentwickeln. Ne? Und unterm Strich zeigt es ja, dass du damit erfolgreich bist. Ne? Also ich meine, 16 Jahre ein Unternehmen auf die Beine gestellt, aus dem Nichts, mit Möbelverkauf. Ja. Und dann jetzt heute, wie gesagt, über 40 Köpfe und ich weiß auch, dass du die einen oder anderen Preise ja auch schon kassiert hast und so weiter und so fort. Also spricht ja alles für dich und spricht ja auch jetzt in der Branche. Branchen ticken unterschiedlich. Und da brauchst du, ich sag mal, wenn du als Handwerkerchef da jetzt irgendwie rumrennst und bist dann eher der Harmonie und ne, dann wird, glaube ich, schwierig auf Dauer. Aber ich denke, gerade so in der kreativen Branche, in den Medienbranchen, glaube ich, ist, weil da hast du ja hauptsächlich Menschen, die, ich sag jetzt mal, Freigeist, ne? Und ja, ich glaube, da macht das, glaube ich, ganz viel Sinn. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass es dir wichtig ist, gute Menschen, gute Kollegen in deinem Unternehmen zu haben. Mhm. Wenn du da vielleicht einen Tipp hast an diejenigen, die jetzt gerade zugucken, wie kriege ich denn oder wie gelingt es mir denn, gute Menschen, gute Kollegen ins Unternehmen zu ziehen? Habt ihr da bewusst irgendeine Strategie, wie ihr da rausgeht? Das hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, in was für ein Unternehmen arbeitest du und was ist für dein Unternehmen gut. Jetzt sind wir natürlich, arbeite ich in einer Branche, wo du aus meiner Sicht, wenn du eine gewisse Empathie hast und die Fähigkeit, dich in Menschen hineinzuversetzen und auch in die Kunden unserer Kunden und du auch ein Interesse und eine Neugier für Dinge hast, also wenn dich wirklich interessiert, was du machst, glaube ich, kannst du schon sehr, sehr weit kommen. Das ist wahrscheinlich was anderes, wenn ich Chirurg werde oder sowas oder Ingenieur, da müssen bestimmte Dinge einfach auch noch fachlicher sein. Also das hat natürlich immer was damit zu tun, was ist für dich gut. Und ein Weg ist natürlich, bau die Menschen selber auf. Also ein ganz, ganz großer Teil der Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir auch gestartet sind, also auch unser erster Mitarbeiter von damals, der ist immer noch bei uns. Und wir haben also ganz, ganz viele der Menschen, die bei uns sind, selber ausgebildet. Und ansonsten ist es immer so, dass wir haben uns da so ein bisschen frei gemacht. Wir haben nie so ein wirkliches Profil formuliert, wen oder was brauchen wir. Und wir haben teilweise auch festgestellt, dass wir Menschen für ein Profil eingestellt haben. Und haben dann festgestellt, das ist eigentlich gar nicht deren Leidenschaft und deren Kernjob und deren Kernkompetenz. Eigentlich machen die das auch nicht wirklich gut. Das heißt, in dem Moment wären sie wahrscheinlich an dieser Stelle gar kein
guter Mitarbeiter gewesen. Also haben wir geschaut und haben gesucht, okay, wo können Sie denn mit Ihren Fähigkeiten und Stärken einen anderen Mehrwert für unsere Kunden und für uns erbringen? Das heißt, wir haben dann gesagt, wenn das nicht der Job ist, dann ist es aber ein anderer. Das ist natürlich Champions League. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, dann finden wir halt was anderes, weil ich bin der festen Überzeugung, jeder Mensch kann irgendwas. Und wenn du dein Potenzial nicht abrufst, ne, hier, wie heißt der Eckart von Hirschhaus, das Pinguin-Prinzip, dann bist du halt noch im falschen Umfeld. Also müssen wir gucken, wo ist das richtige Feld, wo diese Kolleginnen und Kollegen, bis jetzt hatten wir immer das Glück, dass wir für jeden auch was gefunden haben, maximal performen können. Also baue sie dir selber auf. Die, die vielleicht an der Stelle sind und dann nicht performen, schau, kannst du sie woanders einsetzen, wo sie einen höheren Mehrwert bringen, und davon durchaus auch frei und offen und kreativ sein. Also wir kreieren dann teilweise auch neue Berufsfelder bei uns. Ne? Sagen wir, wir müssen halt immer schauen, natürlich sind wir auch Ökonomen, das geht jetzt nicht nur, dass wir sagen, das macht einfach nur Spaß, sondern das muss auch ein echter Nutzen sein, aber du kannst auf vielfältige Weise Nutzen nach innen oder nach außen erbringen. Und das Dritte ist halt immer, wir gucken uns eigentlich so gut wie nie Zeugnisse an. Ne? Also für uns ist immer so, wir sprechen mit den Leuten, und ich habe ganz, ganz viele Menschen auch per Zufall kennengelernt, die habe ich irgendwo getroffen, wo auch immer, auf einer Feier, auf einem Vortrag, auf einem Seminar. Und wenn die mich irgendwie berührt haben, wenn ich die toll fand, dann hatte ich irgendwie ein Gefühl, die haben uns gut getan. Und wenn sich wirklich jemand mal klassisch bei uns beworben hat, also Noten haben da eigentlich nie eine Rolle gespielt, man guckt mal drüber, haben die irgendwo ein Stärken-Schwächen-Profil, wenn jetzt jemand nur 5 hat, dann denkst du, okay, das ist dann auch schwierig, also Noten sind nicht völlig wurscht. Aber in erster Linie geht es mir eher darum, so im Gespräch habe ich so den Eindruck, die haben das Herz am rechten Fleck, die bringen so die richtige Einstellung mit. Ich brauche halt Menschen, durchaus Charaktere, die dürfen auch ein bisschen schwierig sein, so ist das nicht. Aber es müssen alles so Menschen sein, die per se jetzt nicht in unserer Sicht so über den Dingen schweben, arrogant sind oder sich für irgendetwas zu schade sind. Das darf es bei uns halt nicht geben. Bei uns gibt es für alles, was wir zu tun haben, hier in der Firma gibt es immer Teams. Immer Zweier, einen bis zum Bier ab 4. Bei uns gibt es ja freitags immer das Bier ab 4 und den Wein ab 1. Und auch dafür gibt es ein Team. Auch ganz wichtiges Nugget. Alle Aufgaben, die es gibt, braucht es Menschen in Organisationen, die offiziell dafür bestimmt sind, diese Aufgabe zu erfüllen. Und ob es das Bier ab 4, der Wein ab 1 oder der Küchendienst oder wir haben eine Party-Tanne, wir haben 2 Menschen, die sich darüber Gedanken machen, dass wir 2-mal im Jahr eine Party feiern gemeinsam, aber auch ganz operative Dinge, dass unser Basteltisch immer ausgestattet ist, dass die Workshop-Materialien gepackt sind, dass die Räume top aussehen. Und für all die Aufgaben gibt es halt immer Tandems. Und genau. Mega geil. Ich hab das bei mir immer Paten genannt. Also ja. Jeder Mafia, bei mir waren es die Paten, genau. Die dann immer für eine feste Aufgabe zuständig waren. Und dann eben natürlich, ich sag jetzt mal, wenn sie, ich sag mal, macht einen geilen Job und befruchtet euch, ne? Multipliziert ja, das, ja. Transportiert ja, das ja. Weiter in die zu den anderen. Also natürlich noch, ganz kurz eine Sache noch, um zu der vorletzten Frage, wie kriegt man dieses Gemeinsame hin? Weil ich habe bei uns auch mal eine Zeit lang so eine Entwicklung festgestellt, und da muss man ganz aktiv dran arbeiten, wenn man wächst. Das hat mal ein Kunde von uns gesagt, eine Druckerei, die wir betreuen, der hat gesagt, ich weiß noch, wo wir unseren ersten Millionenauftrag, Millionenauflagen, nicht Millionen Umsatz bekommen haben. Da sind wir in die Küche gegangen, wir haben uns eine Flasche Sekt aufgemacht und wir haben das richtig gefeiert. Und heute haben wir eine Größe, wo da kommen Millionenaufträge, zig Millionenaufträge rein, ist der da, dann bist du schon gleich wieder beim Nächsten, gleich wieder beim Nächsten, gleich wieder beim Nächsten. Und auch das haben wir festgestellt, früher, wenn wir den Pitch gewonnen haben, dann gab es eine Pitchglocke bei uns auf dem Flur, die wurde geläutet. Dann haben wir uns alle getroffen, dann haben wir mit Sekt angestoßen und solche Dinge. Und das war uns mal in der Zwischenzeit so ein bisschen verloren gegangen. Und es ist aber auch schön, da kommt dann auch Feedback aus dem Team, die sagen, Mensch, früher haben wir das häufiger gemacht. Oder die Kultur, Geburtstagsessen, solche Dinge zu machen. Also man braucht immer mal wieder so diese Momente, auch durchaus auch in der Arbeitszeit, gemeinsam Dinge zu machen. Und ganz, ganz wichtig, Erfolge zu feiern, weil dann kann man nämlich auch Niederlagen gemeinsam besser ertragen, wenn man vielleicht mal einen Bock geschossen hat oder wenn man mal ein Projekt nicht bekommen hat. Und ich glaube, so diese Kultur, egal wie groß man ist und wie sich weiterentwickelt hat und wie gefühlt selbstverständlich ein Erfolg geworden ist, man darf nie vergessen, diese Erfolge immer wieder zu feiern. Da passiert ganz, ganz viel auch im Team. Das finde ich mega spannend, weil, also eine Sache, die mir jetzt gerade im Gespräch, das ist ja, also das, was du gerade gesagt hast, das ist ja schon Champions League, ne? Also einmal dieses Job Creation, also jemanden reinzuholen und dann anhand des Menschen, anhand der Talente
einen Beruf zu entwickeln, der dem Unternehmen Mehrwert bringt. Weil heute ist es ja in den meisten Fällen ja immer andersrum. Genau, du hast halt diese Position und die muss halt gefüllt werden. Ne? Ja. Und das dann halt umzudrehen, das ist natürlich Champions League, ne? Das ist ja ganz weit oben. Und das kann ich unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Auch da merke ich bei mir selber auch, da muss ich mir selber an die Nase greifen, dass eben irgendwann dass es halt selbstverständlich irgendwie wird und du die Erfolge gar nicht mehr wirklich feierst. Ne? Und dann kommen eben, wie du schon sagtest, dann kommen halt Situationen dann irgendwann, wo du dann nur noch die Kacke siehst und gar nicht das, was so alles schon gemeistert wurde. Ne? Und das kann ich direkt unterschreiben. Lebst du deine Philosophie, die du im Unternehmen hast, lebst du die auch genauso bei dir daheim? Ich weiß, dass du Papa bist und dass du ja auch sehr fleißiger Papa bist. Also bei mir hat es jetzt für eins gereicht, du hast ja ein paar mehr. Ich denke schon, dass mir das gelingt. Es gelingt mir, muss ich auch zugeben. Also ich kann jetzt, meine Kinder würden sich wahrscheinlich nicht hier hinsetzen und würden nicht sagen, der Papa hat noch nie geschimpft. Also das, was mir so in der Firma gelingt, das ist mir jetzt so in dem Laufe der letzten, die große ist jetzt 13 Jahre nicht immer gelungen. Also ich kann auch schon zu Hause bei den Kids dann auch mal streng sein und auch schon mal motzen. Irgendwann mal bin ich abends ins Bett gegangen, da habe ich meine Kinder so ein bisschen imitiert. Wenn ich dann abends so reinkomme, so spät, beim dritten Mal, wenn sie noch nicht schlafen, dann machst du ja mal manchmal auch so ein bisschen den Larry. Und natürlich ist es auch so, du bist ja auch nicht immer entspannt. Und manchmal sind ja die Nerven auch ein bisschen blank oder machst du Fehler. Also grundsätzlich passiert mir das da schon mal, dass ich schimpfe. Aber grundsätzlich ist das tatsächlich auch eine Philosophie, weil eigentlich ist es keine Philosophie, sondern es ist so wie ich das Leben sehe und so wie ich die Dinge sehe. Und so mache ich das halt in der Firma, da versuchst du es dann ja irgendwo zu kultivieren. Und so bin ich privat auch mit meiner Frau. Das ist, glaube ich, auch eins unserer Geheimnisse. Wir sind jetzt auch seit 18 Jahren zusammen und seit 15 Jahren verheiratet. Dass wir auch immer, dass wir das gemeinsame Feiern nicht verlernt haben, trotz der Kinder. Klar, es ist viel, viel weniger geworden, logischerweise, aber wir sind trotzdem immer noch zusammen weggegangen, haben uns die Freiräume genommen, ob das jetzt bei irgendeiner Familienfeier war, dann wurde halt der Kinderwagen direkt neben der Tanzfläche geparkt und wir haben dann auf der Tanzfläche abgehottet. Ja, wir haben viel zusammen gemacht, haben uns aber auch die Möglichkeiten gegeben, auch mal getrennt wegzugehen. Wir haben uns auch immer gegenseitig unterstützt. Also ich weiß, meine Frau hat ja gerade am Anfang ja auch noch gearbeitet. Das war auch wichtig, weil ich habe ja kein Geld verdient. Also das hat sie quasi also gestützt. Also auch beim Sascha war das genauso. Unsere beiden Frauen haben Geld verdient. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, gäbe es die Firma heute wahrscheinlich gar nicht. Ne? Und sie hat mir auch immer die Möglichkeit gegeben, mich weiterzuentwickeln, das Studium, die Dissertation, das alles nebenbei noch aufzubauen. Und gerade so in den ersten Jahren, da habe ich auch rund um die Uhr gearbeitet. Und jetzt ist sie seit ein paar Jahren, ist ja auch wieder ins Berufsleben eingestiegen. Das Verhältnis zu unseren Kindern verändert sich mehr weg von der Erziehung hin zum Berater. Ja, man tauscht sich aus und wir haben da eine sehr enge Beziehung zu unseren Kindern, die uns auch an vielen Dingen in ihrem Leben teilhaben lassen. Das heißt, also so viel können wir jetzt da nicht verkehrt gemacht haben und jetzt ist sie so auf dem Weg und macht auch noch bestimmte Dinge für sich und ich versuche sie da zu unterstützen und ich glaube, dass das so eine ähnliche Philosophie ist, die wir da auch privat leben haben. Schön, wir haben ein sehr schönes Ritual, was wir seit vielen Jahren pflegen, immer freitagsabends, wenn wir zu Hause sind, gibt es bei uns den Vino- und Antipasti-Abend. Das ist immer so, da geht die Woche so zu Ende. Und dann alle haben meistens noch Sport gemacht und wir kommen dann alle so um 20 Uhr nach Hause und dann gibt es immer schön Antipasti. Wir machen uns einen Wein auf, die Kinder hauen da schnell rein, dann hauen die sich meistens irgendwie auf die Couch und vor die Klötze so Freitagabend. Und wir sitzen dann einfach nett und haben dann eine gemeinsame Zeit. Wir lieben halt auch Essen und Trinken. Und das ist ein richtig schönes Ritual, was wir so oft wie möglich, es geht eigentlich fast jede Woche dann auch durchführen. Und das ist ganz, ganz toll, weil du kannst die Woche Revue passieren, also bleibst das Wochenende ein, egal was da anliegt. Und so, das ist so unsere Form des Feierns, die Erfolge zu feiern. Ne? Und dann gehst du auch durch Rückschläge und Niederlagen gemeinsam besser durch. Ja, und ich glaube auch, wenn man jetzt, also merkt ihr ja, wenn man Nico zuhört, ich glaube, man könnte dem Nico echt stundenlang zuhören. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was dich so speziell macht. Ist das, also bei mir machst du die Wirkung, dass bei dir alles so,
auch wenn ich weiß, dass es nie ist, aber du gibst so dieses Bild von, oder vermittelst ihm auch dieses Gefühl von, ey, that's life, weißt du, so dieses Kinderleichte, dieses Leichte, was du so transportierst durch deine Art und Weise, habe ich echt zu schätzen gelernt, weil, ich meine, du kennst ja jetzt auch meine Entwicklung und bei mir war ja auch nicht alles Friede, Freude am Anfang. Ja, und deswegen finde ich das mega geil und auch jetzt bin ich mega dankbar, dass du hier in dem Podcast drin bist, ja. Finde ich richtig, richtig cool. Jetzt habe ich ja auch gehört, dass du dich ja gerade so in dem Bereich Bühne und Vorträge da jetzt gerade unterwegs bist und da ja auch in meinen Augen extrem den Turbo du angemacht hast, vor allem mit den Titeln von deinen Vorträgen, ey, da pisse ich mir immer einen weg. Flowjob zum Beispiel. Wenn ich sogar, also Frage 1, wie kommt man auf solche Titel? Mhm. Und Frage 2, warum gehst du jetzt in diesen Vortragsthema rein? Also weil ich meine, du, also ich sage jetzt mal, der von außen zuguckt, der sagt sich so, der hat doch alles, der hat ein geiles Unternehmen, was geil läuft, tolle Leute, mega Family. Warum? Ja, lange Geschichten, eigentlich mal versuch's kurz zu machen. Also Punkt Nummer 1, Flowjob. Basis dieses Themas ist, es gibt das sogenannte, den Begriff Flow hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Man ist so im Flow, so dieser Moment, wo alles wie von alleine geht. Das Modell, was dahinter steckt, ist das Flow-Kanal-Modell von Michael Csikszentmihalyi, der nämlich irgendwann mal untersucht hat, wann, in welchen Momenten bin ich denn im Flow oder wie gelingt mir das? Ist das Zufall oder kann ich das bewusst kreieren? Und für Organisationen hat er halt herausgefunden, dass es unter anderem ein Faktor, ob ich in diesen Kanal reinkomme oder nicht, immer das Verhältnis zwischen Fähigkeiten eines Teams und dem Anspruch der Aufgabe ist. Also wenn der Anspruch einer Aufgabe weit über den Fähigkeiten des Teams liegt, dann fühlt sich das Team überfordert. Wenn der Anspruch der Aufgabe zu gering ist, dann baut das Team gar nicht diese Motivation, diesen Ehrgeiz aus, die Aufgabe zu lösen. Also hat es immer was mit diesem Feld zu tun. Soweit die Theorie. Die Frage ist natürlich immer, wie stelle ich geile Teams zusammen, deren Performance so hoch ist, dass die Aufgabe gar nicht hoch genug sein kann. Das heißt, ich verschiebe diesen Flow-Kanal immer weiter nach oben. Und da kommt echt der Begriff Flow her. Und ich spreche in meinen Vorträgen darüber, wie schaffen wir es denn, dass Teams, Menschen und Organisationen eben in diesen kreativen Flow reinkommen. Also das eine ist, ich weiß, dass es dieses Modell gibt und das hört sich auch logisch an, jawohl, da gibt es diesen Kanal, aber mit diesem Wissen kann ich ja noch gar nichts anfangen. Außer, dass ich erklären kann, warum seid ihr jetzt gerade nicht im Flow? Ja, wahrscheinlich ist die Aufgabe zu schwer oder die Aufgabe zu leicht. Aber die Frage ist, wie kriege ich das rein? Das zweite ist, warum gehe ich jetzt auf die Bühne? Weil ich festgestellt habe, dass es in ganz, ganz vielen Organisationen, in fast allen, eine gigantische Lücke gibt am Markt. Alle sprechen über digitale Transformation, über Innovation, über agiles Arbeiten. Kreativität ist für mich nichts anderes als Lösungen zu finden. Das ist für mich im Wesentlichen Kreativität. Und fast alle Organisationen haben so KVP-Prozesse, kontinuierliches Verbesserungsprozess oder Ideenmanagement. Das heißt, wenn du als Mitarbeiter in der Organisation eine geile Idee hast, dann weißt du, wo reiche ich die ein, wie reiche ich die ein, wie wird die weiterverarbeitet und wie wird die vielleicht auch mal honoriert. Das ist aber der zweite Schritt. Das ist schon mal gut, dass die Organisationen das erkannt haben. Das, worüber sich aber kaum einer Gedanken macht, ist, wie schaffe ich es denn überhaupt, dass die Menschen in meiner Organisation zwischen Meetings, Telefonkonferenzen, Kundenterminen, internen Abstimmungen, Zahlendruck überhaupt auf Ideen kommen. Und darüber spreche ich, über Creative Leadership. Alle sprechen über New Work, aber New Work ist eben, damit ist es nicht getan, zu sagen, ich stelle mal ein paar bunte Stühle rein und reiße mal eine Wand auf. Oder Tischkicker. Genau, das Kicker halt, sondern ich gehe in Richtung New Creation. Damit muss ich verstanden haben, welche sind denn die 6 zentralen mentalen Konzepte, die überhaupt dafür sorgen, dass wir Menschen auf Ideen kommen. Weil, also wie kommen Menschen überhaupt auf Ideen? Und an welchen Stellen in der Organisation kann ich die denn aktiv und positiv beeinflussen und auslösen, sodass das auch mit dem Tagesgeschäft kompatibel ist? Und darüber macht sich keine Gedanken. Und diese Möglichkeiten hat jede Organisation immer angepasst auf ihre individuelle Struktur. Du kannst da nicht rein, du kannst sagen, ich hau einmal den kompletten Bauchladen raus. Man muss sich das immer die Organisation anschauen. Aber da kann jedes Unternehmen jeden Tag was machen. Und nach meinen Vorträgen oder auch nach meinen Seminaren hast du sofort das Handwerkszeug in der Hand, um da Dinge zu lösen. Weil
erstens ist auch nicht jeder Mensch für eine Selbstständigkeit gemacht. Ne? Und ich glaube auch schon, dass jeder Mensch ein schöpferisches Wesen ist. Und wenn Organisationen es gelingt, das kreative Potenzial ihrer Mitarbeiter freizusetzen, gibt es übrigens auch eine ganz coole Studie von Adobe, die nennt sich Kreative Dividende. Dann haben wir eine deutlich höhere. So viel zu dem Wikipedia-Katalog, ne? Nico in seinem Flow. Sehr geil. Da ist nachgewiesen, dass wir eine höhere Anziehungskraft an Fach- und Führungskräfte haben. Wir haben einen geringeren Krankenstand, wir haben eine geringere Burnout-Quote, wir haben einen höheren Innovationsgrad und wir sind wirtschaftlich erfolgreicher. Und ich glaube, es sind glücklichere Arbeitsplätze, wenn ich eigene Ideen umsetzen kann. Jetzt ist es halt aber so viel, man hat ja immer so die großen Beispiele, Google, und da gibt es diese Möglichkeit, stelle ich jedem Mitarbeiter jeden Tag eine Stunde oder zwei Stunden für eigene Projekte zur Verfügung. Das habe ich auch bei uns hier nicht hinbekommen. Das ist halt, es funktioniert halt nicht immer und überall. Und es gibt viele kleine und große Tools und kleine und große Dinge, die ich machen kann. Von wie bereite ich ein Meeting vor, wie ist mein Klo gestaltet, wie ist meine Teeküche gestaltet. All solche Sachen spielen da eine Rolle. Welche Methoden und Verfahren setze ich ein? Da gibt es einfach ganz, ganz viele Dinge, die ich fast in keinem Unternehmen sehe. Und darüber spreche ich. Und da, glaube ich, kann ich ganz, ganz viel bewirken, weil über dieses Thema spricht kaum einer. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwelche klassischen Kreativitätstechniken wie Brainstorming oder Denkhüte von De Bono oder Walt Disney. Darum geht es nicht, sondern es geht da eher um eine ganzheitlichere Sichtweise und immer auch situative Lösungen, in denen wir Menschen gerade sind, weil es gibt unterschiedliche Zustände, in denen wir Ideen entwickeln können. Und ich brauche für unterschiedliche Zustände unterschiedliche Tools und Möglichkeiten, diese Ideen dann auch wirklich hervorzubringen. Und darüber spreche ich in meinen Vorträgen und mir macht das einfach Spaß. Das ist vielleicht, um nochmal vielleicht zur Gründung zu kommen, nochmal so einer der Faktoren, weil ich bin mal irgendwann gefragt worden von einem Magazin, was war so der größte berufliche Erfolg, den du jemals einstecken musstest. Und ich habe dann so überlegt und ehrlich gesagt, war das die größte Niederlage, die wir jemals einstecken mussten. Das klingt jetzt sehr klischee, aber alle sagen, du musst mal so richtig hingefallen sein, um durch die Decke zu gehen. Entschuldigung. Ich glaube, das ist nicht immer notwendig, aber wir haben zum Beispiel mal so einen Pitch, den haben wir mal so richtig versaut, das war unser damals größter Kunde. Und er hat ein großes Projekt ausgeschrieben gehabt und wir sind dahin und wir haben das Ding nach allen Regeln der Kunst versiebt. Der Kunde hat danach mit Fremdschämen und allem drum und dran die Toilette überschwemmt, also wirklich, da sind Sachen passiert, da könnte ich eine eigene Podcast-Folge zu dieser Präsentation machen. Auf jeden Fall hat der Kunde danach für 10 Jahre die Zusammenarbeit mit uns beendet. Ach, scheiße. Sofort, so schlecht waren wir. Aber ich glaube, wenn wir damals nur Zweiter geworden wären, dann hätten wir uns wahrscheinlich niemals so in Frage gestellt. Dann hätten wir gesagt, okay, es hat halt nicht ganz gereicht, das nächste Mal reicht es vielleicht. Und durch diese Niederlage sind wir weggegangen und haben gesagt, okay, was haben wir alles falsch gemacht? Das war praktisch alles. Und dann haben wir gesagt, okay, dann danach haben wir die komplette Art, wie wir gepitcht haben. Und Pitch ist ja immer eine Wettbewerbspräsentation in unserer Branche, so der Moment of Truth, haben wir komplett verändert. Und danach haben wir 2 bis 2,5 Jahre keinen einzigen Pitch mehr verloren. Wir haben alles gewonnen, wo wir angetreten sind. Und das haben wir alles nur diesem Pitch zu verdanken. Und ich durfte dann 10 Jahre später, genau 10 Jahre durfte ich nochmal zu dem Kunden und durfte präsentieren. Du kannst dir vorstellen, dass ich gebrannt habe. Ich war heiß wie Frittenfett, weil einige, vor denen ich damals gestanden habe, vor 10 Jahren, waren wieder in dieser Präsentation mit dabei und ich habe, das ist eine eigene Geschichte, das war völlig abgefahren, was den Tag passiert ist, aber das würde ich jetzt in den Rahmen sprechen. Wir haben das Ding dann gewonnen, auch erdrutschartig, das war also super, das war mir auch, ich glaube, selten für eine Präsentation so gebrannt, aber auch da stand man wieder kurz auf der Kippe. Aber wie gesagt, da haben wir ganz, ganz viel gelernt. Und zum Sprechen bin ich eigentlich gekommen, eben aus der Situation, die ich damals beschrieben habe. Ich musste ja irgendwie an Kunden kommen. Und dann hatte ich festgestellt, dass die Deutsche Post, die haben regelmäßig solche Business-Frühstücke veranstaltet. Da saßen Unternehmen und dann gab es vorne 3 Referenten. Und ich habe dann da gesessen und gesagt, ach übrigens, wenn ihr mal einen guten Referenten braucht oder sowas zum Thema Marketing, könnt ihr mich mal fragen, denn ich halte auch mal einen Vortrag. Das war natürlich glatt gelogen. Ich habe gesagt, wann werden die kommen? In 1, 2 Jahren vielleicht. Dann haben die gesagt, Herr Gundlach, Sie schickt der Himmel in 2 Wochen. Haben wir 150 Unternehmer im Holiday Inn in Fulda. Sie kriegen den letzten Slot 2 Stunden über Direktmarketing. Ich so,
Ich bin noch mal bleicher geworden, als ich vorher war, weil den letzten Vortrag, den ich zu dem Zeitpunkt gehalten hatte, war ein Bio-Referat in der 12. Klasse. Ich hatte keine Ahnung von Direktmarketing. Ich war ja gelernter Bankkaufmann. Ich wusste überhaupt nicht, was machst denn du 2 Stunden? Also, ich habe natürlich eine totale PowerPoint-Schlacht veranstaltet und so. Ich weiß noch heute, kennst du, es gibt so bestimmte Bilder in seinem Leben, die brennen sich ein. Und bei mir hat sich ein Bild eingebrannt, wie ich an dem Tag unter der Dusche stand und habe mich abgeduscht und habe am ganzen Körper gezittert. Und dann habe ich aber eine Sache gemacht. Ich habe gedacht, wenn du fachlich schon dünne bist, dann wenigstens geil aussehen. Dann habe ich mir schon so geilen Kordanzug gekauft. Und das war schon mal, aber allein schon den Anzug anzuziehen, das war schon mal so ein erster Step, ein bisschen runterkommen. Und dann bin ich dahin, habe dann da die 2 Stunden gemacht. Aus heutiger Sicht etwa nicht wirklich gut. Ich habe es aber auch nicht völlig versaut. Aber das, was wahnsinnig wertvoll war, ich habe hinterher 150 Feedback-Zettel bekommen. Ja, und da stand dann halt drauf, netter Typ, sympathisch, redet viel zu schnell. Das habe ich mir bis heute beibehalten. Tigert rum, nuschelt, zu nervös, auch mal positive Dinge. Das war nicht alles angenehm, was ich da gelesen habe. Aber es war, ich war erstmal froh, dass es vorbei war, ne, dass ich nicht komplett versaut hatte. Aber es war zumindest so, dass mich die Deutsche Post dann jeden Monat vor so eine Gruppe gestellt hat. Also bin ich auch der Deutschen Post und den damaligen Centerleiter Hans-Kurt Kurz, an der Stelle großer Dank nochmal an dich, dass er mir immer wieder die Chance gegeben hat. Und du kannst dir vorstellen, diese Vorveranstaltungen waren immer mittwochs und ab Sonntagmittag konntest du mich eigentlich nie mehr gebrauchen. Ich war völlig im Tunnel und habe mir immer die Hose gemacht. Und am Anfang war immer das Feedback das gleiche, weil ich hatte so viel damit zu tun, dass ich überhaupt erstmal das, was ich da an Inhalt transportieren wollte, überhaupt rüberbringe. Und irgendwann hatte ich die Sachen dann drauf. Und dann konnte ich mal anfangen und konnte an diesen Feedbackzetteln, die ich jedes Mal bekommen habe, arbeiten. Konnte dann daran arbeiten, mehr da zu sein, wirklich beim Publikum zu sein, mit ihnen zu interagieren, auch mal spontan zu sein. Das ging also, aber nur deswegen, weil ich irgendwann den Inhalt drin hatte. Also auch da, Feedback aushalten, sich Dinge auch mal trauen. Es wird nie so schlecht, wie man sich das so vorstellt. Dieter Lange hat es mal schön in seiner Keynote gesagt, so als Flieger flieg erstmal ans Gewitter ran. Es ist meistens gar nicht so schlimm, wenn man dann da ist. Man muss sich halt aber die Dinge trauen und Feedback aushalten. Und wenn die Dinge am Anfang aus eigener Sicht gar nicht so perfekt sind, ist das gar nicht immer schlimm. Die Menschen verzeihen dir mehr, als du glaubst, wenn sie sehen, dass du es versuchst und dass du authentisch und ehrlich bist, dann geben dir die Menschen ganz viele Chancen und ganz viele Möglichkeiten. Ja, das ist doch ein Mega-Hit, das ist doch sehr geil. Sehr geil. Gerne. Ich mache jetzt gerade bewusst eine kleine Pause. Brauchst du was zu trinken? Nee, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, okay. Das schneide ich dann entsprechend raus. Wir kommen jetzt so Richtung Finale. Ja, also ich glaube, bis hierhin war schon, also auch für mich, mega viel Wertvolles drin. Ich habe mir jetzt einiges hier auch noch aufgeschrieben. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Da freue ich mich echt mega drauf. Gibt es eine Band in deiner Kindheit oder ein Musiker, eine Musikerin, die dich geprägt hat, vielleicht sogar noch heute und warum? Bin ja mal gespannt. Also es gibt jetzt, ich glaube, so eine spezielle Band, ein spezieller Musiker, den gibt es nicht. Es gibt auch eine spezielle Musikrichtung. Ich glaube, du ahnst es schon, ich bin ja der schon seit ich ein kleines Kind bin, der totale Schlager-Fuzzi. Ich liebe deutschen Schlager. Und das so sagen zu können, das hat auch viele, viele Jahre gebraucht, also gerade so im Alter von 14 bis 16 bis 17, habe ich das natürlich immer eher so im Verborgenen gemacht. Und mit deutschen Schlager meine ich auch wirklich deutschen Schlager. Also die komplette Palette von hier Mallorca, Finger in Po, Mexiko und Anthony Modest bis über Helene Fischer bis hin Weiße Rosen schenke ich dir von Gigi Anderson. Oder lieber, ich mag wirklich die komplette Palette. Dass meine Kinder, wenn die das mal sehen, den Podcast, die sagen, oh mein Gott, Papa, sag das nicht! Ich hatte mal kurze Zeit den Genuss, einen Sportwagen zu fahren und meine Kinder haben immer gesagt, oh Papa, das ist der einzige Sportwagen, auf dem HR4 läuft.
Das ist auch, wenn wir eine Agenturparty machen, das ist auch der einzige Ordner, an den hier keiner rangeht, wenn hier irgendwie Musik gespielt wird, ist meiner. Ich hatte schon mit 8 Musikgeschmack wie ein 80-Jähriger. Aber das ist auch tatsächlich so, dass ich liebe das noch heute, wenn ich Auto fahren kann, Mucke auf und dann höre ich Schlager, der macht mir einfach gute Laune und ich liebe gute Laune. Und also heute, ich mag von Helene Fischer wirklich fast alles. Ne, so. Aber ich höre auch andere Musik. Also ist es nicht. Also es ist jetzt, gibt kaum eine Musikrichtung, die ich für mich komplett ausschließen würde. Also ich mag es auch mal rockig, dazu kann ich abhotten, auch Elektromusik und sowas. Also ich bin da relativ breit aufgestellt, aber bei mir privat, wenn ich mir Musik anmache, Schlager, dann ist das Deutsch, dann ist das Schlager. Und ich liebe einfach diese heile Welt. Ja. Und die versuche ich hier in der Firma und die versuche ich zu Hause irgendwie zu leben und die versuche ich vor allem auch immer wieder in mein Gefühl zu bringen, was mal besser und mal schlechter gelingt. Und das ist nochmal ganz wichtig an alle, die da irgendwo an so einem Weg stehen. Das ist völlig normal. Es gibt immer Höhen und Tiefen, auch im Geschäft. Kein Geschäft geht immer nur geradeaus und auch die schwierigen Phasen, die gehen irgendwann wieder vorbei. Und was du eigentlich im Laufe der Zeit lernst, ist so ein Urvertrauen, dass auch diese Phasen wieder vorbeigehen. Wir hatten selbst dieses Jahr auch wieder eine Phase, wo wir gesagt haben, da schläfst du auch mal ein bisschen unruhiger. Ne? Und irgendwann kommt dann der Tag und dann geht es dann wieder hoch und das weißt du und darauf vertraust du. Und dann kannst du weitermachen. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch noch eine Sache, weil ich es gerade jetzt am Wochenende auf dem Seminar hören durfte, auch noch mal vielleicht so ein Mythos. Man kann auch nicht sein ganzes Leben 365 Tage im Jahr 100% geben. Das geht gar nicht. An 80% der Tagen sind 80% der Leistung völlig ausreichend. Du musst halt irgendwann lernen, das ist, glaube ich, die große Kunst als Unternehmer, zu erkennen, wann reichen die 80%. Und die reichen ganz, ganz häufig. Und wenn du gut bist, und du wirst ja immer besser, dann sind deine 80% an allen Tagen noch viel, viel besser als von allen anderen, die 100 oder die 120%. Die 100%, die musst du an diesen Do-or-Die-Days bringen. Dann, wenn es für dich wirklich zählt. In unserem Fall, wenn wir in einem Pitch stehen. Dann gehen wir da rein und dann geben wir alles. Und dann hauen wir auch alles raus, was wir können. Und da gibt es auch keine Abstriche in der Qualität. Aber an anderen Tagen reichen sehr, sehr häufig auch 80%. Und die sind auch gut, weil du kannst es nicht immer 100% geben. Das hört man ja häufig. Du musst rund um die Uhr arbeiten. Und das ist anstrengend. Und du musst auch viel arbeiten oder darfst auch viel arbeiten. Aber das geht nicht immer 100%. Und das ist auch gut so. Ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, Smart Work beats Hard Work. Ja, und das ist, das muss man halt irgendwann erkennen. Das habe ich so von meinem allerersten Chef eigentlich gelernt. Es ist nicht derjenige der Beste, der bis nachts um 11 oder 12 da sitzt, sondern eigentlich derjenige, der seine Themen und seine Projekte im Griff hat. Und was anderes, was ich mal im Fernsehen gesehen habe, bei Frank Rosin, bei Rosins Restaurants, der hat mal bei einem Koch was ganz, ganz Schlaues gesagt. Der hat gesagt, wer professionell arbeitet, der muss auch professionell frei machen. Cool. Das gelingt mir auch nicht immer. Auch eine Sache, an der ich noch ganz arg arbeiten muss, zu erkennen, wann nehme ich mir mal frei oder mir auch mal mehr Freiräume oder Freizeiten zu gönnen. Aber gut, es muss ja auch immer noch Dinge geben, an denen man arbeiten kann. Und das einfach nur mal so als Botschaft, es ist auch okay, mal Pause zu machen. Oder auch mal okay, mit einer 80%-Lösung an den Markt zu gehen. Sehr gut. Es muss nicht mal perfekt sein. Die letzten zwei Fragen, mega. Jawohl. Also allein hier schon, was da gerade an Botschaften drin waren in diesen gerade 5 Minuten, sensationell. Die letzten zwei Sachen. Ja. Die letzte Frage, wenn du Lead Like a Rockstar hörst, was verbindest du damit? Für mich sind Rockstars Menschen, zu denen ich gehe und mich gut fühle, also gerade wenn es mein Rockstar ist. Also meine ich, glaube ich, gibt es keinen Rockstar, der für alle der Rockstar ist, sondern es gibt immer eine Fanbase. Und ich muss mir die Rockstars aussuchen oder auch wenn ich Führungskraft bin, dann kann ich nicht für alle der Rockstar sein. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Aber ein Rockstar ist jemand, zu dem die Menschen gehen und sich gut fühlen. Für mich steht ein Rockstar auf einer Bühne und ich gehe da freiwillig hin. Ich werde nicht gezwungen, auf ein Konzert zu gehen, sondern ich gehe da freiwillig hin. Und so möchte ich das auch, wenn ich Leader bin, wenn ich ein Team führe oder eine Firma habe, dass die Menschen, die hier arbeiten, freiwillig hier arbeiten. Klar müssen die Geld verdienen, aber die können ja auch woanders hinkommen. Die sollen nicht herkommen, weil sie sagen, ich habe keine andere Alternative. Ein Rockstar gelingt es, die Menschen
ja, durchaus auch in Teilen im Herz zu berühren und ihnen genau das, wofür du ja auch stehst, ihnen Dinge mitzugeben, die sie eigentlich nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ne? Wie so ein Ohrwurm, wie so ein Refrain, den ich immer wieder wiederhole, den ich aber auch gerne wiederhole, den ich nicht als unangenehm empfinde. Das ist sowas, was mich ein Rockstar ausmacht. Und das heißt natürlich auch, ich brauche eine Verbindung zu den Menschen, die da unten sind. Ich habe noch nie vor einer Gruppe wirklich gesungen, also was man singen nennen kann. Also da habe ich dann nicht so die Erfahrung, aber ich stelle mir das so tatsächlich vor, du brauchst eine Verbindung zu den Menschen, die da unten stehen, und du musst es ja für sie machen. Du singst ja für sie. Natürlich deine Botschaft, aber du singst es für sie an so einem Konzert. Und ich glaube, das ist, es ist meine Firma, oder ne, von meinem Cousin, es ist meine Firma, aber es ist auch ein Arbeitsplatz und ein Ort für die Menschen, und die sollen sich hier wohlfühlen. Und ja. Mega. Ich möchte dir gerne die Bühne geben, damit du die erste Erfahrung damit sammelst. Gibt es noch eine, ich meine, du hast ja jetzt gerade mega viele geile Botschaften gehabt, aber gibt es so ein Credo, was du für dich lebst und was du jetzt all denen, die jetzt hier gerade zuschauen, noch so mit auf den Weg geben möchtest, so als Abschluss? Mhm. Wichtig, nicht gesprochen, gesungen. Oh mein Gott. Kennst du diese Momente, wo du denkst, du bist schon durch? Und, oh Gott, ich liebe immer die Gesichter. Was ist die eine Sache, die du niemals in deinem Leben machen wirst? Und das, weil etwas, was mir jeder, der bisher mit mir zusammen war, bei Karaoke auch immer bestätigt hat, ist, also eine Sache kannst du wirklich nicht. Und das ist singen. Schön. Weißt du, was schön ist? Also ein Satz, den ich singe, oder was möchtest du? Also ich spiele dir vier Akkorde vor. Ja. Dann hast du so eine Melodie. Ein Akkord ist was? Und dann singst du einfach mal was so. Bist du kreativ, Improvisationstalent? Und, so, das erste Mal im Fernsehen live, Nico Gründler. Ich spiele dir kurz vor. Du sagst mir, ob du was hörst. Ich höre es mal zu und dann singe ich beim zweiten Mal, gell? Oder? Ja. Okay. Erfolg kommt immer dann, wenn du tust, was du liebst und dich nicht fragst, wann wird der Erfolg kommen, sondern du ein Bild hast von einem Leben, das du erreichen möchtest. Sehr schön. Oh Mann. War doch cool, war doch geil. Ja. Ja gut, vielleicht werde ich ja noch entdeckt. Ja, genau. Und in Zukunft, und da dürfen sich die Teilnehmer drauf freuen bei der nächsten Hard Rock Live. Und da freue ich mich ja mega drauf. Wirst du auch mit dabei sein und dort sprechen und vor allem bitte mit uns singen. Das ist schon die Farbe, du bist noch weißer wie vorher. Warte mal, das nochmal am 2.12. Ah, Mann. Da ist ja da schon was. Da läuft ein CD-Gutschein von mir aus, den du einlösen musst an dem Tag. Nico, ich danke dir. Das war echt ein mega, mega geiles und vor allem richtig spannendes Interview. Also ich glaube, wir hatten so viel Content und so viel Wissen und so viel richtig coole Botschaften schon lange nicht mehr in den Podcast, und deswegen ich wusste, warum ich dich hier reinhaben wollte. Genau das ist der Grund. Und ich danke dir nochmal für die wertvolle Zeit, die du mit uns geteilt hast, für die Nuggets, dass du den Spaß am Ende mitgemacht hast. Und auch das zeichnet dich aus, weil du bist einfach ein geiler Typ. Bist einfach ein geiler Typ. Ich bin froh, dass ich dich in meinem Umfeld habe. Ich bin froh, dass ich dich in meinem engeren Expertennetzwerk habe. Und ich glaube, dass wir in Zukunft noch ganz, ganz viel reißen werden. Und freue mich auf alles, was kommt. Dankeschön. Und
Noch ein letzter Satz, noch ein letztes Wort. Ich danke dir, lieber Lorenzo, dass du mir die Chance gegeben hast und so großartige Fragen gestellt hast. Das ist eine ganz, ganz große Qualität, die richtigen Fragen zu stellen. Dankeschön, Dankeschön. Und, Freunde, Dankeschön. Macht euer Leben zu eurem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. Nico, ciao, ciao, ragazzi!